Hallo liebe Freunde, Diego Hallo. hier. Hallo, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder auf Achse, also on the road again. Und wir sind auf dem Weg nach Pilsen. Wir haben heute einen Termin da. Ja. Mal schauen. Ja, genau. Boden und Fliesen auswählen. Boden und Fliesen auswählen, ja genau. Ja, das heute wird langsam fertig, so nach dem Motto. Und einige Dinge müssen wir auch auswählen. Ja, und dann schauen wir mal, den Termin haben wir so oder so. Und danach mal sehen, was passiert. Genau. Okay. Lassen wir uns überraschen. Also, bis später. Bis später. Servus. Servus. So, liebe Freunde, wir sind erstmal in Pilsen angekommen. Ja, muss ich zugeben, keine so schöne Stadt. Das ist ja eine Industriestadt, aber wir werden eben hier nicht wohnen, Gott sei Dank. Wir sind nur hier eben, weil wir heute ein paar Dinge auswählen müssen für die Innenausstattung des Hauses. Nicht mehr und auch nicht weniger. Okay, ansonsten, ja, wie gesagt, das ist keine so schöne Stadt, aber mein Gott, okay. Naja, wie gesagt. Industrial, wer es mag. Ja, sehr, sehr industrial, muss man schon sagen. Ja. Aber gut, das ist einfach so. Ja, allerdings, ja, zumindest ist es so. Hier ist es in der Tschechischen Republik eine normale Sache sozusagen, dass man in der Stadt einen Job hat und sofern man kein Homeoffice hat oder sowas, aber wohnen tut man auf dem Land, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Grundstück zu bekommen oder eine, um darauf irgendwas zu bauen, sei es auch sowas, das wir normalerweise in Deutschland Ferienhaus nennen und in Tschechien heißt das Chata oder Chalupa, Hütte auf gut Deutsch gesagt. Darunter ist nicht unbedingt die Blockhütte zu verstehen, sondern etwas, das kleiner ist als eine normale Wohnung. Und dann natürlich kommen die Bauvorschriften dazu, je nachdem, ob man das baut oder saniert zum dauerhaften Wohnen oder einfach nur zu Erholungszwecken. Hm. Ja. Ja. Jetzt geht's zur Auswahl. Genau. Also, bis später. Servus. Servus. We'll be right back.
So, liebe Freunde, während meine süße Frau weiter tippt und tippt und tippt, kann ich verkünden, dass wir fertig sind mit der Auswahl von Fliesen, Böden, Türen, Türklinken, Beschlägen, Armaturen, Sanitäranlagen, bla bla bla. Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Hier ist das Personal wirklich. Moment. Das Personal war wirklich kompetent. Sie haben uns beraten, sie haben uns tatsächlich Muster gezeigt und so weiter und so fort. Wir waren eher das Problem, weil wir konnten uns nicht richtig entscheiden. Und wie es immer heißt, in solchen Situationen entscheidet die Chefin. Ja, du hast schon auch mitgesprochen, so ist es nicht. Ja, ich habe auch mitberaten. Vor allem, ja, war ich mehr mit der Übersetzung beschäftigt. Ja, stimmt. Ja. Also ich habe erklärt, sie hat es entschieden. Also ich sag mal so jetzt. Genau. Ja, viel Geduld hatten die. Ja. Ja. Ah, ihr nicht? Ja, doch. Ah, okay. Gut, ich auch. Okay, dann bis später. Servus. Servus. Schauen wir uns die Küche an. Ja, jetzt bin ich gespannt. Okay. Bis dann. Servus. Servus. So, ich würde einfach sagen, wir haben mehr oder weniger alles so geschaut. Mhm. Ja gut, alles ist ein großes Wort, aber das, was wir demnächst brauchen. Ja. Ne? Küche. Küche, ja. Küche. Ja, Küche ist das Wichtigste. Ja. Ja, Bad haben wir auch, oder? Ja, Bad, Küche haben, Bad haben wir. Juhu. Dusche haben wir auch. Okay. Wasser kommt vom Brunnen. Genau. Vom eigenen Brunnen. Richtig. Aha, okay. Und die Wärme vom Ofen. Vom eigenen. Und die Wärme vom eigenen Holzofen, ja. Genau. Ja, so nach dem Motto, okay. Ja, also duschen geht immer da, wann man will, mehr oder minder. Und ja, Hitze kommt dann eben vom Holzofen und nicht von. Keine Ahnung von woher. Ein Hauch von Autarkie. Ja, ja. Langsam bewegen wir uns schon in die Richtung. Ja. Würde ich einfach behaupten. Genau. Okay, dann ist es Zeit, dass wir die Heimreise antreten, oder? Ja, ich bin ziemlich fertig. Ja, ich bin auch. Also, heute sind wir um 7 im Auto, oder? Ja, wir sind aufgestanden. Ja, also, ja, macht Sinn. Ja. Okay. Deswegen bin ich auch nicht mehr so. Ja, komm. Ja. Okay. Ja, dann, Leute, bis bald. Bis bald. Okay. Servus. Servus.